Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Bevor wir wieder einsteigen, möchte ich mich zuallererst bei euch entschuldigen. Ich bin euch diese Folge hier schuldig geblieben und zwar von letzten Samstag noch. Das tut mir sehr leid. Allerdings hatte ich so viel zu tun, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, am Samstag noch eine Folge hochzuladen. Genauso wie, dass ich am Montag keine Folge hochgeladen habe, weil ja, ich einfach so auf der Arbeit gebunden war. Das tut mir sehr leid, ich kann es aber leider nicht ändern. Und naja, ich reiche zumindest jetzt die Folge U-Boot von Samstag nochmal nach. Okay, unsere momentane Situation ist wie folgt. Ihr werdet euch erinnern, wir haben drei Torpedos abgeschossen. Unsere letzten Torpedos, wohlgemerkt, wir haben einen Torpedo noch im Achterrohr. Ansonsten haben wir keinen Torpedo mehr in unserem Boot. Das wird uns gleich, nachdem wir hier diese Einheiten torpediert haben, zum Handeln zwingen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir jetzt hier auch treffen. Ich hoffe, das gelingt. Wobei ich denke, dass mindestens ein Torpedo zumindest daneben geht. Aber ich möchte nicht schwarz malen. Schauen wir jetzt mal rein. Ich beende direkt mal die Pause und lass uns mal gucken. Torpedos fahren. Na, ich glaube tatsächlich, dass dieser Torpedo hier, dass der nicht, weil er falsch berechnet ist, nicht trifft, sondern eher, weil dieser und dieser Torpedo zu früh treffen. Versteht ihr, was ich meine? Wieder so ein doofer Fehler, was die Reihenfolge der Torpedos angeht. Sehr schön. 30 Sekunden. Das war Nummer 1. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Da ist Nummer 2. 30 Sekunden. Schwere Schäden am Rumpf. Sekunden bis Einschlag. Die Einheit hier hinten ist quasi schon verschwunden. Schön. Ah, hier sehen wir unseren Torpedo. Der A Ja, ging daneben, Herr so wie ich Galeuth. es erwartet hatte. Die Einheit hier hat quasi aufgestoppt oder ist deutlich langsamer geworden und somit haben wir hier nicht getroffen. Die Einheit hat leider auch eigene Bewaffnung, das heißt, wir können hier nicht wirklich mit unserem Bordgeschütz arbeiten. Das wäre zu gefährlich. Schade. Wir können natürlich noch den Achter-Torpedo nutzen. Ja, und ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Dann werden wir das jetzt nochmal eben machen. Ja, und wie ist dann der weitere Plan? Nun, ich würde sagen, da wir jetzt hier wirklich noch wir über die Hälfte, weit über die Hälfte unserer Patrouille vor uns haben, würde ich, sehr schön, die Einheit geht auch unter. Klasse. Würde ich tatsächlich dazu tendieren, dass wir nochmal in Richtung Heimathafen laufen und uns nochmal ein paar Torpedos holen. Ich meine, hier ist ja nun wirklich sehr viel versenkt worden und hier fährt noch unglaublich viel Material herum, was es zu versenken gilt. Ich glaube, das sollten wir machen, uns mal eben die Zeit nehmen, noch ein paar Aale einladen, damit wir hier weiter wirken können. Aber zuerst gucken wir mal, dass wir hier die Empire Lionel noch auf Grund bringen. Legen Sie den Kurs an! Schneller, schneller! Da geizen wir jetzt auch nicht mit unserem E-Motor. Da werden wir jetzt hier alles rausholen, was wir haben. Sind das? Drei Kabel, na ein bisschen mehr muss es sein. Kurs auf Moment, diese schauen wir mal, wo wären Koordinaten fünf setzen. Kabel? Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Schauen wir mal. Sind 4 Kabel. Das ist mir aber auch fast recht. Wir werden jetzt aber mal ein bisschen eindrehen. Jawohl. So. Ja, das reicht mir eigentlich schon. Jetzt ist unser Kommandant auf dem Bock. Das kann er aber gerade vergessen. Denn wir werden jetzt hier nochmal eine kurze Berechnung anstellen. Völlig verschwitzt, der gute Mann. So. Da ist er. Einrasten. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das haben wir ja schon. Das lassen wir auch so. Entfernung ist natürlich jetzt eine gänzlich andere. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind so um die 5 Kabel. Aber schauen trotzdem nochmal nach. So. 4 Kabel sagt er sogar nur. Dann, ja, Geschwindigkeit ist jetzt wichtig. Das machen wir auch nochmal. Wobei ich habe eben schon gemerkt, als wir hier auf erhöhter Geschwindigkeit das Spiel laufen haben lassen, dass er die Geschwindigkeiten wechselt. Das ist zwar kein hundertprozentiger festgelegter Wert, den wir jetzt hier errechnen, aber dennoch sollten wir das tun. Und was wir auch tun sollten, nochmal schauen, wie sieht es denn mit dem vorgewärmten Torpedo aus, denn unser Mann dafür liegt gerade auf dem Bock. Ja, ist noch vorgewärmt. Alles klar. Jetzt hat er echt die Uhr gestoppt? Verdammt. War das nochmal? Der ist ja quälend langsam unterwegs. Bis der durchgelaufen ist, da ist der Torpedo schon wieder nicht mehr vorgewärmt. Und Leute, was mir gerade noch einfällt, wenn wir gleich nochmal in den Heimathafen La Rochelle fahren, dann können wir T3-Torpedos einladen. Die haben wir ja erforscht. Oh ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. So, 5 Knoten für Liebezeit. Kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. Ja, er fährt 075. Das machen wir jetzt auch mal nur so grob, weil er sowieso seine Schleifen fährt. Oh, 5! Wir besser! So, wir stellen ihn auch auf 40 Knoten, damit er gar keine große Chance hat, hier irgendwie noch groß auszuweichen. Oh, 5! Los! Torpedo ist auf dem Weg. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Na, nicht zu früh freuen. Ist schon oft genug passiert, dass die Dinger dann doch noch daneben gegangen sind. 20 Sekunden. War ein T1-Torpedo? Eigentlich müsste man den jetzt gleich irgendwo hier auftauchen sehen. Im besten Fall zumindest. Bis Einschlag. Ah, okay. Hab ihn nicht gesehen. Aber das war ein guter Treffer, ein schwerer Treffer. Die Frage, ob es reicht. Ah.
Also er läuft voll, aber langsam. Aber er fängt auf jeden Fall ordentlich Feuer. Okay. Ah, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Die Satzung verlässt das Schiff. Zeit für eine Pause. Wunderbar. Und auch hier hat wieder ein Treffer gereicht. Sehr schön. Wunder, wunder, wunderschön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf den Heimtransit. Wir gehen jetzt mal auf Auftauchen, gehen auf den Dieselmotor, auf halbe Fahrt und werden uns ohne weitere Umwege direkt zurück in den Heimathafen begeben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wechseln auf Dieselmotor. Jawohl. Okay. Wunderbar. Melde mich zum Dienst. So müde. Im Dienst. Aber mit äußerster Kraft hier, damit wir fix nach Hause kommen und schnell wieder zurück im Seegebiet stehen können. Was haben wir da? Ach, das ist wahrscheinlich ein U-Boot. Ich hoffe, das ist ja das erste Mal, dass wir das machen. Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwie dann der Fortschritt der Mission irgendwie flöten gegangen oder was. Oder dass die Mission gleich ganz abbricht, wenn wir jetzt hier wieder anlegen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Verzeihung bitte. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Passiert. Ah, okay, aber er legt wieder an. Gut, wunderbar. Da sind wir. Schnell Torpedos einkaufen und dann einladen. Was ist denn mit ihm hier? Können wir mit ihm jetzt nochmal interagieren? Hat er seinen Auftrag vielleicht schon beendet? Peter Lindemann fragt Offizier Friedrich Felter, wozu die auf dem Boot gelagerte Druckluft verwendet wird. Ja, sagen wir ihm jetzt einfach mal. Der Kriegsberichterstatter dankt Ihnen, er scheint wirklich interessiert zu sein. Der Fortschritt zur Publikation nimmt zu. Okay. Jetzt sind wir abgelenkt worden hier. Wir wollen ja schnell die Torpedos kaufen. Also, wir können ja auch hier nochmal so einen Täuschkörper mitnehmen. So, wenn wir schon mal hier sind. Nahrung dürfen wir noch genug haben. Kraftstoff. Packen wir dann auch gleich nochmal auf. Und jetzt kommen wir aber zu wichtigen hier, den Torpedos. Und da sind sie, Leute. T3. Die elektrischen neuen Torpedos G7E. Wir nehmen aber auch noch T1er mit. So.
Den Zweier nehmen wir auch mit. Und dann B3. Oh, da packen wir auch mal ein T3 rein hinten. Obwohl, ne, hinten ist doof. Hinten packen wir die T2. Und wie sieht's in der Kombüse aus? Ja, da verlassen wir mal ganz kurz alles, was wir hier haben. Wir kaufen auch da nochmal neue Lebensmittel. Was brauchst du, Herr Kall? Schau mal. Zum Gemüse. Und ein bisschen Wurst. Und ab dafür. So, jetzt sind die Torpedos hoffentlich schon direkt geladen worden. Ja, sehr schön. Was brauchst du, Herr Kalopp? Schau mal. Komm schon. Torpedos. E3. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen hinten auch nochmal ein T3 mit. Okay. Ansonsten brauchten wir, denke ich, nichts. Nahrung dürfte dann wieder genug an Bord sein. Ah, Leute, kommt. Das reicht. Das reicht. Und dann werden wir... Oh, da muss noch was verladen werden, sehe ich gerade. Jetzt aber. Alles klar. Dann, kleine Fahrt voraus, schneller, schneller. Wir machen direkt weiter. Schneller, schneller. Schnell wieder dahin, wo die Action ist. Aber man muss halt sagen, das Versenken des Flugzeugträgerverbandes, das hat nicht nur Zeit gekostet, sondern auch sehr viele Ressourcen, die wir eigentlich im Einsatzgebiet hätten nutzen sollen. Aber ich denke, das war es wert, dass wir jetzt nochmal kurz einen Zwischenstopp einlegen mussten. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wie mit dem neuen Update der Hafen von La Rochelle dann aussehen wird. Die Häfen sollen ja nicht 1:1 originalgetreu sein, aber dennoch sollen markante Merkmale vorhanden sein. Das heißt, beim Hafen von La Rochelle würde ich mir dann zumindest vorstellen, dass wir hier diese großen U-Boot-Bunker haben. Die ja tatsächlich hier, ich weiß nicht, ob die immer noch stehen, ich habe die selbst nie besucht, aber die doch diesen Hafen, oder die U-Boot-Anlagen von La Rochelle sehr geprägt haben. Ich bin sehr gespannt. Ach, wie sieht's eigentlich hier? Wir können auch nochmal wegen der Forschung gucken. Was haben wir denn hier noch, was noch erforscht werden kann? Antiradarbeschichtung für Schnorchel. Noch bessere Batterien. T5-Torpedos, der Zaunkönig. Alles noch deutlich vor unserer Zeit, ne? Aber macht ja eigentlich nichts. Wir können ja trotzdem mal direkt... ich weiß nicht, was bringt denn das eigentlich? Wir können einen unserer Offiziere zur Luftwaffe schicken, um die Luftaufklärung zu organisieren und Verteidigungsanlagen zu identifizieren. Was bringt uns das denn? Das interessiert mich jetzt einfach mal. Wir werden das mal austesten. Wir schicken da jetzt mal den Gustav Schulz hin. Bin ich mal gespannt, was das bringt.
Fährt hier seine Schlangenlinie in das andere U-Boot? Kommandant besoffen oder was? Oha. Er soll uns hier bloß nicht in die Quere kommen, Leute. Da möchte ich nur mal kurz ein Auge drauf haben. Aber er hat auch gestoppt. Okay. Hat uns quasi vorbeigelassen. Kurs setzen. Zu Befehl. Was hat er hier noch für einen Punkt? Weg. Zeit für eine Pause. Melde mich zum Dienst. Puh, so müde. Im Dienst. Zeit für eine Pause. Melde mich zum Dienst. Puh, so müde. Melde mich zum Dienst. Ach, so müde. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Pause. Melde mich zum Dienst. So, da sind wir beinahe schon wieder im Gebiet. Zeit für eine Pause. Und ja, ich würde sagen, das war so erfolgreich. Wir werden uns trotzdem mal weiter hier oben in diesem Bereich aufhalten. Wir werden jetzt das erste Mal schon mal auf Periskoptiefe gehen. Und werden mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Oder beziehungsweise, ob wir irgendwas hören hier. Wechseln auf E-Motor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Wir fahren. Ja, fahren einfach mal hier so ein bisschen wild in dem Gebiet herum. Machen wir erstmal so. Melde mich zum Dienst. Können ja auch den Schnorchel nochmal ausfahren. Zeit für eine Pause. Zeit für eine Pause. Melde mich zum Dienst. Im Dienst. So, er nimmt sich jetzt mal eine Tasse Kaffee. Ja, Kaffee hätten wir natürlich auch nochmal mitnehmen können, ne? Aber da habe ich jetzt in der Eile nicht dran gedacht. Ein Kaffee lassen wir mal noch übrig. Nichts wahrzunehmen? Ach doch. Ja, ich wollte schon sagen, Leute. Das gibt's ja fast nicht. Okay, wo fährt die Einheit hin? Kommt auf uns zu. Wunderbar. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Dann fahren wir den Kameraden mal entgegen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Oh. Oh. Die sind aber plötzlich und schnell da. Dann Schnorchel einfahren. 15 Uhr draußen, das ist ja ganz fantastisch. Na, hier. Nee, ach Mensch, wo ist es denn jetzt? Da. Entschuldigt. So, wir schalten auf die E-Maschinen rum, setzen kurz die Meldung ab und dann geht's auch schon los. Was haben wir denn hier? Ja. Okay. Sagen, wir versuchen mal noch. Zeichne hier mal ganz kurz was ein. Der fährt 079. 079. Und hier haben wir in etwa 5 Kabel. Dieser Höhe. Okay. Gut. Hey, Moment, wir machen das noch anders. 079.
So. Gibst du dich mal auf diese Linie hier. Torpedos werden schon vorgewärmt. Ah, Wolfram ist hier fast am Ende. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch andere Ingenieure, die etwas ausgeruhter sind. Jawohl. Dann wird hier mal unterstützt. Schauen wir mal kurz, welche Torpedos hier noch vorgewärmt werden müssen. Alle, bis auf das Rohr 1. Ja, jetzt wäre es natürlich fantastisch, wenn wir hier einen T3 benutzen könnten, aber da war ich ja jetzt selber schuld. Austauschen geht nun mal leider nicht, oder? Nee. Na gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Kapitän. Da kriegen wir noch eine Gelegenheit. Ei, Herr Kaloy. Und er wärmt jetzt das Torpedorohr. Bestätigt. 3 vor von mir aus. Nur 2? Echt? Okay. Ja, wir haben so viele Schiffe versenkt. Vielleicht haben die auch gar keine mehr, ne? Man, möglich wär's. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Ich muss mich ausruhen. Dann stoppen wir mal auf. Das passt alles. Wunderbar. Dann lassen wir die Kameraden mal durchlaufen. Beziehungsweise unser Kommandant hier, der kann ja schon mal das Berechnen anfangen. Da haben wir das erste Ziel direkt vor der Flinte. Und er ist schon bei 94%. Ja, Leute. Also ich muss sagen, da vertraue ich ihm. Zielkabel 7 Knoten, 077. Ja, passt. Ja. Liberty Class. Ja, auch das passt. Ich glaube, da brauchen wir nichts dran ändern. Jetzt ist das sogar bei 96%. Fantastisch. Dann werden wir... Ja, eben hat auch ein Torpedo gereicht, ne? Das haben wir extra nachgeladen. Bewässern. Leute, gönnen wir uns den Spaß. Bewässern. Gönnen wir uns den Spaß. Was soll das denn? Da ist auch noch ein T1. Das heißt, die können wir ruhig auf 40 Knoten abschießen. Mit 40 Knoten. Rohr 3 bewässert. Rohr 2 fertig. Los! Hier lösen wir den Kameraden mal und andere Einheit ist versteckt sich hier. Dort hinten. Okay. Wie weit ist er weg? Das ist ein Norweger übrigens. Nicht, dass das einen Unterschied machen würde. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Achso, ja natürlich. Wir müssen ihn erstmal einrasten. So. Schauen wir nochmal wegen der Entfernung. Eine Meile. Ja, okay. Möglicherweise sollten wir... bewaffnet? Nee, wisst ihr was, bevor wir da jetzt ein Torpedo drauf verschwenden, weil der wird dann sowieso aufstoppen, wenn hier die Torpedos zuerst einschlagen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Wir werden ihn, wenn diese hier treffen, einfach mit dem Bordgeschütz niedermachen. Ja, das machen wir. Schauen uns jetzt noch die Detonation an. Hoffen, dass das hier alles passt.
Sehr schön, Leute. Wunderbar. Das ist, man kann das doch 100-mal gemacht haben oder auch 1000-mal. Das spielt keine Rolle. Jedes Mal freut man sich wie ein kleines Kind, wenn diese Torpedos da einschlagen. Ah, es macht so Spaß. Das ist einfach so toll. Ich meine, die Explosionen sehen halt auch echt klasse aus. Ne? Die machen wirklich Spaß. Herrlich. Herrlich. Ja, ich glaube, die Einheit hat es hinter sich. Da brauchen wir gar nicht mehr lange nachgucken. Der Lebensbalken, der sinkt hier kontinuierlich. Und ja, jetzt zieht sie den Hintern hoch wie die Titanic. Okay. Noch eine eingehende Nachricht. Brauchen wir uns gar nicht anhören. Sind wir 4 Blattpropeller? Ja. Das wird jetzt aber wissen. Schwuppt die dann gleich einfach so ins Wasser rein? Oder bricht die möglicherweise sogar noch? Oder bleibt die an der Wasseroberfläche? Das gibt's ja nicht. Und das Schiff zählt als nicht versenkt. Das heißt... Ah, Leute, das gibt's nicht. Da müssen wir echt nochmal nachhelfen. Ja, Wahnsinn. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ja, das war wieder ein 7-Tage-Zyklus. Das heißt, na gut, möglicherweise, es kann passieren, dass jetzt, solange hier U-Boot pausiert ist, dass dann natürlich schon das Update B129 kommt. Es war ja Mitte Mai angekündigt. Mitte Mai ist mittlerweile, oder schon fast vorbei, würde ich behaupten. Ja, ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir dann, wenn wir uns zum nächsten U-Boat-Video wiedersehen, dass dann, ja, wir eine neue Kampagne starten werden. Ich freue mich sehr darauf, ich hoffe, ihr auch. Und was ich zum Ende dieser Folge nochmal sagen möchte, ist, ich habe in letzter Zeit einige Kommentare von euch bekommen, dass ihr, ja, das U-Boat-Let's Play wirklich toll findet, dass euch das Zuschauen unglaublich viel Spaß macht. Und ja, das bestärkt mich natürlich auch darin, dass ich das dir einigermaßen vernünftig mache und dass ihr die Zeit, die ihr in dieses Video steckt, indem ihr es schaut, auch genießt. Das freut mich unglaublich. Wenn ich solche ja, lobenden Worte bekomme, dann bestärkt mich das natürlich da auch weiterzumachen und motiviert mich absolut und es macht mich einfach froh und glücklich. Vielen Dank an die Leute, die diese Kommentare verfasst haben. Ich weiß das zu schätzen, auch wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworten kann oder es grundsätzlich auch nicht tue, weil ich meistens dann auch gar nicht weiß, was ich dann irgendwie zurückschreiben sollte. Aber ich nehme das wahr, seid euch das gewiss. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.